Italien ist der Ort, an dem ich am allerliebsten Urlaub mache, glaube ich. Und schönerweise auch eine meiner größten Herausforderungen. Letztes Jahr habe ich eine italienische Serie drehen können, um Passo da Cielo, wo ich das erste Mal auf Italienisch gespielt habe. Autofahren ist für mich ein Emotionskatalysator, weil ich völlig frei von, also in diesem Käfig habe ich das Gefühl, niemand hört mich, niemand sieht mich und ich benehme mich daneben. Ist doch eine schöne Haarfarbe. Ich bin naturblond, das ist mir immer besonders wichtig. Und eigentlich sollte man sich da gar nicht so viele Gedanken drum machen. Entzug oder im Zug? Egal, oder? Ich habe jetzt meinen Zug verstanden. Mache ich sehr wenig. Wasser ist das, womit ich mich am allermeisten am Tag beschäftige. Ich habe immer eine Flasche zu trinken, dabei immer Wasser. Ich liebe Wasser und ich werde nervös, wenn ich kein Wasser bei mir habe. Nachdenken über Denken, was beschäftigt mich eigentlich, was suche ich in der Schauspielerei, was möchte ich auch innerhalb dieses Berufes vielleicht auch darüber hinaus noch tun, hat mich dazu gebracht, selber Drehbücher zu schreiben. Erwartungen, Wünsche, Träume, das ist, finde ich, eine der schönsten Fragen oder wichtigsten Fragen, die man sich selber immer wieder stellen kann. Was erwarte ich, was wünsche ich mir eigentlich, die ein innerer Motor sind. So nach links und rechts zu schauen und zu gucken, was noch alles kommen kann.